Herr Bartholf ist naturgemäß mit der historischen und politisch so bedeutsamen Persönlichkeit Mahatma Gandhis bestens vertraut. Vielleicht führt die Suche nach ähnlich Gesinnten zur eingehenden Beschäftigung mit Ossietzky. Denn auch mit Karl von Ossietzky ist Herr Bartholf äußerst gut vertraut. Hören Sie selbst, wie umfänglich die Vernetzungen des Weltbürgers waren und wie bedeutsam die Weltperspektive für das Verständnis der Größe Karl von Ossietzky ist. Herr Bartholf, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Frieden für immer. Das erinnert auf diesem Friedhof an den philosophischen Entwurf zum ewigen Frieden von Immanuel Kant. Die kosmopolitische und pazifistische Vision vom Ende aller Kriege in einer Weltrepublik. Kant schreibt, stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören, denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen. Reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu übertreffen und indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg. So sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden. Wozu kommt, dass zum Töten oder getötet zu werden, in Sold genommen zu sein, einen Gebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines anderen, des Staats, zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen lässt. In diesem Jahr gedenken wir dreier Weltbürger, zum 70. Todestag von Mahatma Gandhi am 30. Januar, zum 50. Todestag von Dr. Martin Luther King Jr. am 4. April und zum 80. Todestag von Karl von Ossietzky heute am 4. Mai. Drei Weltbürger, Zeugen des ewigen Friedens, der kein Friedhof-Friede ist. Weltbürger Ossietzky, so nannte der Journalist Berthold Jakob seine 1937 in Paris in deutscher Sprache veröffentlichte Kurzbiografie. Berthold Jakob, der von den Nazis zweimal entführt wurde und 1944 aufgrund der unerträglichen Haftbedingungen starb. Er war bereits Jahre zuvor, im Dezember 1927, mit Karl von Ossietzky vor Gericht angeklagt, weil er die Fememorde der Schwarzen Reichswehr aufgedeckt hatte. Das waren illegale paramilitärische Formationen zur Zeit der Weimarer Republik, die unter Bruch des Versailler Friedensvertrags von 1919 von der offiziellen deutschen Reichswehr gefördert und zum Teil selbst unterhalten wurden. Berthold Jakob hatte von seinem Straßburger Exil aus die Friedensnobelpreiskampagne für Karl von Ossietzky von 1934 bis 1936 mit initiiert und organisiert. Zusammen mit zum Beispiel Kurt Grossmann von der Demokratischen Flüchtlingsfürsorge in Prag, mit Helene Stöcker als Mitglied des Genfer Internationalen Ständigen Friedensbüros, mit Helmut von Gerlach und Hilde Walter in Paris, mit dem Freundeskreis Karl von Ossietzky, mit Kurt Singer in Stockholm, mit dem Ossietzky-Komitee und Professor Harold Lasky und Ernst Toller in London. Weltbürger Ossietzky, das bezieht sich auf den literarischen Journalisten und Publizisten, Friedensnobelpreisträger, Pazifisten und meines Erachtens größten Bürgers der Stadt Hamburg, Karl von Ossietzky, aber auch auf seine britische Ehefrau, Maud Hester von Ossietzky, geborene Litchfield Woods, welche aus einer anglo-indischen Familie in Hyderabad abstammte, von ihrem Großvater, der die Quäker unterstützte, und Maud von Ossietzky, die sich in London und später als Krankenschwester in Manchester an gewaltfreien Demonstrationen und Kundgebungen der englischen Frauenrechtlerinnen beteiligte, der Suffragetten. Und Maud von Ossietzky unterstützte ihren Mann Karl in Hamburg und Berlin, wenn es galt, durch Artikel und Vorträge sein Engagement für Bürgerrechte, Demokratie und soziale Gerechtigkeit zu bekunden. Vor allem Stellung zu beziehen gegen Krieg und den Ideologien des Militarismus und Nationalismus, gegen Kolonialismus und Imperialismus, gegen Antisemitismus und Rassismus. Berthold Jakob schreibt in seinem Buch Weltbürger Ossietzky,
dass Ossietzky, geboren am 3. Oktober 1889 in Hamburg, aus einer katholischen Kleinkaufsfamilie entstammt und seine Mutter einen kräftigen Judenhass pflegte, wie Ossietzky manchmal mit leisem Schaudern berichtete. Eine Rede von August Bebel kannte Ossietzky noch nach vielen Jahren in ganzen Passagen auswendig. Ossietzky war tief beeindruckt von der ihm unerhörten Offenbarung, dass der große sozialistische Führer August Bebel für erlittenes Unrecht nicht die geißelte, die es getan, sondern die, welche es geduldig hingenommen hatte. Diese Einstellung entsprach genau jener von Tolstoi und Gandhi, welche gewaltfreie Nichtzusammenarbeit, Non-Kooperation mit dem Unrechtssystem empfahlen, zu dem nicht allein Demonstrationen, sondern auch Boykott, Streik und ziviler Ungehorsam zählen. So folgte Ossietzky ausdrücklich Tolstoi, dessen Schauspiel Der lebende Leichnam er zitierte, als er im Jahr 1913 das erste Mal den wild gewordenen preußischen Militarismus öffentlich anprangerte, was ihm bereits in der Kaiserzeit die erste Gefängnisstrafe einbrachte. Als einfacher Infanterist, als Grabenschwein steht er jahrelang an der Westfront, wo sie am dicksten ist. Ossietzky habe niemals und keinem gegenüber aus seiner Überzeugung ein Hehl gemacht, dass dieser Krieg des Kaisers verbrecherisch sei. Nach dem Eintritt der militärischen Katastrophe gab Ossietzky ein Wochenblatt in Hamburg heraus. Es hieß Die Revolution und hat nur kurze Zeit gelebt. Er hat dann in der Hamburger Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft gewirkt und wurde um 1920 herum von dem alten Professor Ludwig Quitte als Sekretär des Zentralbüros nach Berlin geholt. In der Redaktion der Berliner Volkszeitung fand der Schriftsteller Ossietzky ein Dach. Karl Vetter hatte dies Blatt zu einem Zentrum pazifistischer Propaganda gemacht. Er griff die zuerst 1917 von Maximilian Harden ausgerufene Parole »Nie wieder Krieg« auf, begründete einen Friedensbund der Kriegsteilnehmer und schuf schließlich den Aktionsausschuss »Nie wieder Krieg«, der alljährlich im Berliner Lustgarten am ersten Sonntag des August seine gewaltigen Massenmeetings gegen den Kriegsgeist veranstaltete. Wir finden also Maud von Ossietzky, wie sie mit der Frau von Professor Albert Einstein Flugblätter aus einem offenen Wagen heraus verteilt. Wir finden engagierte Schauspieler Antikriegsgedichte von Kurt Tucholsky vortragen, wie Krieg dem Kriege und 3 Minuten Gehör. Karl von Ossietzky wurde bald einer der tätigsten Propagandisten der Nie-Wieder-Krieg-Bewegung. Er ist in diesen Jahren oftmals als Redner vor Volksversammlungen getreten. Seine Ansprachen waren jedes Mal ein Genuss. Das Ende einer dieser Ansprachen aus dem Jahr 1923 erinnert Berthold Jakob genau. Er schloss seine Rede mit einer Apotheose der weißen Fahne des Friedens, die noch flattern werde, wenn die blutbefleckten Standarten der Nationen längst in den Staub gesunken sein werden. Im Jahr 1932 sollte sich Karl von Ossietzky als verantwortlicher Redakteur der Weltbühne verantworten müssen für jenes Diktum »Soldaten sind Mörder«, welches Kurt Tucholsky vorher geschrieben in einem Artikel »Der bewachte Kriegsschauplatz« und für den Ossietzky vor Gericht in Berlin und damit auch Kurt Tucholsky im französischen Exil freigesprochen wurden. In diesem Artikel bezieht sich Tucholsky ausdrücklich auf das Lehrschreiben des katholischen Papstes Benedikt XV. Aus dem Jahr 1915, der den Krieg als grauenhafte Schlechterei bezeichnete, was aber in der deutschen Übersetzung zu einem entsetzlichen Kampf abgemildert wurde. Karl Kraus übersetzte diesen Ausdruck in seiner Tragödie »Die letzten Tage der Menschheit« als »fürchterliches Morden«. Die Veröffentlichung dieses Statements des Papstes in der neuen Übersetzung veranlasste Kurt Tucholsky zu seiner Polemik, in welcher der Satz »Soldaten sind Mörder« geprägt wurde. Das Berliner Schöffengericht sprach Ossietzky 1932 mit der Begründung frei, dass der allgemeine Satz »Soldaten sind Mörder« nicht auf bestimmte Personen ziele und deshalb keine Beleidigung sei, worauf sich Ossietzky selbst in seinem Schlussplädoyer bezieht. Er schreibt: »Aber es ist falsch, wenn man annimmt, dass es sich in dem Artikel um die Diffamierung eines Standes handelt. Es handelt sich um die Diffamierung des Krieges. Was nützt den hunderttausenden Toten des Weltkrieges die Ehre, die hier angeblich geschützt werden soll?
Erst muss der Mensch leben, dann kann seine Ehre geschützt werden. Sollte diesem vorbildlichen Freispruch nicht jetzt ein Rehabilitierungsgesetz folgen, welches den Friedensnobelpreisträger Karl von Ossietzky vom juristischen Urteil im Weltbühnenprozess befreit? Denn wie kann es sein, dass in der Weimarer Republik des Jahres 1931 aufgrund eines Spionagegesetzes von 1914 denjenigen publizistischer Landesverrat oder Verrat militärischer Geheimnisse vorgeworfen werden kann, welche die geheime Aufrüstung einer als militärisch notwendig bezeichneten Luftwaffe als vertragswidrigen Rechtsbruch öffentlich aufdeckte? Diese Strafnorm ist weiterhin gültig und bleibt auch heute noch ein Instrument zur Verurteilung sogenannter Whistleblower. Rosalinde von Ossietzky, die Tochter von Karl von Ossietzky, die bezieht sich auf Berthold Gakob und Willy Brandt. Willy Brandt, damals in Norwegen, schildert in seinen Erinnerungen, so schreibt Rosalinde, die Zeit der aufregenden Friedensnobelpreiskampagne für Karl von Ossietzky und lenkt den Blick auf die Verdienste des unvergleichlichen Berthold Jakob, den mein Vater als Mensch und Publizist sehr schätzte. Endlich ein bedeutender Kampf, nicht allein für den Erhalt des Friedens, sondern auch gegen den Nationalsozialismus in Deutschland. Willy Brandt erinnert im Jahr 1988 an diese von ihm im norwegischen Exil unterstützte Nobelpreiskampagne. Er schreibt: Von der Idee, Karl von Ossietzky für den Nobelfriedenspreis vorzuschlagen, erfuhr ich, Willy Brandt, zum ersten Mal im Frühjahr 1934. Wer mir dazu schrieb, war der frühere Weltbühne-Mitarbeiter Berthold Jakob. Er gab in Straßburg einen kleinen Zeitungsdienst heraus. Endlich einmal eine gute Nachricht. Das war die Reaktion von Thomas Mann am 23. November 1936, als der norwegische Ausschuss seinen positiven Beschluss bekannt gab. Und zwei Frauen waren besonders daran beteiligt, dass diese Kampagne zum Erfolg wurde. Die Journalistin Hilde Walter aus Paris und die Studienrätin Mimi Sverdrup-Lunden in Oslo. Willy Brandt schreibt: Unter den Kampagnen, die gegen das narzisstische Terrorregime gerichtet waren, behält jene zugunsten von Karl von Ossietzky einen besonderen Rang. Dass sich so viele Europäer, auch Amerikaner, mit Rang und Namen zugunsten eines verfolgten deutschen Demokraten und Antimilitaristen engagierten, war ein Quell der Hoffnung in sehr schwerer Zeit. Es ist so, dass in seiner Nobelvorlesung Friedenspolitik in unserer Zeit im Jahr 1971 Willy Brandt in rückblickender Erinnerung schreibt, dass er sich bedankt bei dem Nobelkomitee für diese zweifellos nicht einfache, aber bedeutende Entscheidung. Er war damals, als er von dieser Nachricht hörte, illegal in Berlin, Willy Brandt, aus seinem norwegischen Exil, aber wagte es nicht, direkt zu Karl von Ossietzky zu gehen. Es war ihm zu gefährlich damals. Er hat diese Kampagne gefördert, auch wenn er sie nicht für aussichtsreich hielt. Willy Brandt war sehr wichtig im Kontakt mit den Mitgliedern des Friedensnobelkomitees. Und Willy Brandt ist einer der größten Söhne der Stadt Hansestadt Lübeck. Ich möchte an dieser Stelle noch zuletzt, zum Schluss, vorlesen, was Karl von Ossietzky über Mahatma Gandhi geschrieben hatte 1929, wie er ihn als Vorbild eingestuft hat. Gandhi ist kein politischer Mensch im europäischen Sinne. Er ist mehr. Er ist die geheime Gewalt, die ohne Amt und Partei doch alle beherrscht. Er ist Verteidiger des Alten und Führer ins Unbekannte, Weisheitslehrer und Elementarschulmeister zugleich, Denker und Praktiker, Träumer und Organisator von amerikanischem Format. In allem aber beispielhaft, ob er für sanitäre Reformen eintritt oder das uralte Vorurteil gegen die Parias bekämpft oder schweigend in das Gefängnis der Engländer geht. Und am Beispiel von Martin Nimmler und Karl von Ossietzky ermutigt Mahatma Gandhi gewaltfreien, organisierten gewaltfreien Widerstand ausdrücklich im Jahr 1939. Wie er es auch schon
1937 vorher getan hat im Gespräch mit dem späteren Mentor von Dr. Martin Luther King. Arnold Zweig, der große Schriftsteller gegen Faschismus und Krieg, dessen Haus hier in Berlin existiert hat, schreibt im September 1939, dass Gandhi bewies, eine Lehre der Gewaltlosigkeit ist möglich. Auch in Deutschland gab es Vertreter solcher Überzeugungen, Männer wie Karl von Ossietzky. Was Gandhi in Indien gelang, konnte es in Deutschland versagen. Weltbürger Ossietzky.